So Leute und hallo und herzlich willkommen zurück bei La Bestia Nigra LP. Und ich bin's mal wieder, euer Nils, der mal wieder Hardcore Team Deathmatch auf Desert Camp spielt. Und ja, in der letzten Folge habe ich ja erzählt, warum diese Woche hier keine Videos gekommen sind. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Keine Angst, das Video hier, die zwei Videos, die kommen heute auf jeden Fall noch hoch. Ja, und wie schon gesagt, also ich wollte ja sagen, ich habe da gerade so fett aufgenommen, habe dann Fraps mal ausgemacht und habe dann gesehen, dass es an Fraps lag. Und ja, das hat mich da dann total geärgert, weil da habe ich mir dann eine neue Klasse gemacht. Mit dem Kampfmesser, ja, wollte mal so ausprobieren, wie das ist. Und was dann passiert? Ich habe dann natürlich bei, wir haben dann Suhlen und Retten gespielt auf Siege. Und da habe ich dann natürlich mal wieder den übelst geilen Kill gemacht, den ich mal wieder nicht aufnehmen konnte. Hab dem Typ das Wurfmesser so fett ins Auge geworfen. Komm her. Ah, fuck. Ja, also, wie schon gesagt, ich will mal hoffen, dass das übers Wochenende wieder ein bisschen ruhiger läuft. Dass da die Maus nicht mehr so abdreht, dass die da auf jeden Fall nochmal ein Patch rausbringen. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, Alter. Wie haben die das hinbekommen? Dass es wieder Probleme mit Fraps gibt. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ach du Scheiße, das sind ja Gegner. Interessant. Interessant. Und jetzt sind die auch noch hinter uns. Naja, auf jeden Fall. Dann möchte ich dieses Video. Gut, die zwei Videos sind ja sowieso Infovideos, also was laber ich hier eigentlich für eine Scheiße? Möchte noch kurz was ankündigen, dann, wenn wir gerade schon dabei sind. Nämlich werde ich eine neue Rubrik rausbringen. Auf unserem Channel, die werde ich. Ich weiß noch nicht, wie ich die nennen werde. Entweder die absolutesten. Die absolutesten, die absoluten Drecksgames. Oder Kinderspiele. Ja, das wird ein absolutes Kinderspiel. Die Spiele durchzuspielen. Nein. Ach, ich bringe heute wieder so trockene Witze. Das ist ja richtig geil. Naja. Ja, mal sehen. Also, ich werde jetzt gleich auf jeden Fall nochmal eine Runde Ghost Multiplayer spielen und jo, lad dann währenddessen die zwei Videos hier hoch. Wollte noch irgendwas sagen. Es sieht, ich habe hier mal was angekündigt, glaube ich. Wegen einem Bioshock Infinite Let's Play von Mirko. Der wollte das ja jetzt playen. Der hat sich's gekauft. Konnte es aber. Also, wie soll ich das sagen? Er wollte es dann aufnehmen, hat den Vorspann, beziehungsweise den Intro, je nachdem wie man es nennen will, hat er dann eben laufen lassen, ja, dann war der Intro vorbei und das Spiel ist abgestürzt. Er ist ja nicht der Erste, dem das passiert. Dann gibt es ja mehrere Leute, die da Probleme mit hatten. Ist vielleicht bekannt oder den anderen etwas kleineren Let's Playern. Sag mal, der Typ, der hackt doch ohne Ende, oder? Sag mal, ohne Scheiß, der hackt doch. Naja, gut. Ja, und er versucht es jetzt auf jeden Fall. Er hat sich nochmal andere auf
Der hackt doch ohne Scheiß, Mann! Der hackt wie Hundescheiße, du! Der hackt wie Hundescheiße! Allein wegen dem habe ich eine Minusgrade, ey. Schon wieder! Der! Schon wieder der! Das ist doch ne. Das ist nur ein schlechter Witz! Ich meine, ich bin ja auch gut. Ja, ich hab auch schon mal eine 49 zu 15 oder so gehabt. Aber das war auf einer anderen Map und da habe ich die ganze Zeit nur mit der Pistole gespielt. Die Pistole ist eben auf der Map einfach nur so OP. Ach komm. Naja, aber, um nicht vom Thema abzuweichen, wo war ich denn jetzt überhaupt? Wo war ich denn jetzt? Bioshock Infinite, kann das sein? War ich bei Bioshock? Ich muss mich jetzt nämlich beeilen, weil das Spiel geht nicht mehr lange. Ja, wie gesagt, er wird versuchen, das Problem zu lösen und dass das Let's Play bald kommt. Ich muss auch nur gucken, weil mittlerweile ist ja auf Steam von gestern an, also 27. November bis zum 3. Dezember, sind ja solche Sonderangebote, wo sie mehrere beziehungsweise sehr, sehr viele Spiele für mehr wie 50% Rabatt anbieten. Und da gucke ich mal, wenn da wirklich ein richtiger Kracher dabei ist, dann hole ich mir auf jeden Fall ein paar von den Krachern. Ja. Und Let's Play die dann auch. Also ich habe letztens gesehen Outlast für 4 oder 5 Euro war es, glaube ich, keine Ahnung. Und ja. Ihr werdet es dann sehen auf unserem Kanal. Lasst einen Daumen oben oder ein Abo da. Bis dahin, euer Nils von der Bestianik LPS.